richtig, richtig schwere Geburt, meine Lieben. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt endlich, endlich, endlich in der Unter... Ja, bitte? Willst du auch in die Unterwelt kommen, mein Schatz? Bleib mal lieber hier. Mein Zimmer ist zwar auch manchmal ein bisschen wie die Unterwelt, aber... Ja, ja, Buddy will jetzt, glaube ich, spielen und hat Hunger. Aber da musst du dich noch ein bisschen gedulden, mein Hasi. So, pass auf. Wir werden jetzt erstmal uns die Statue angucken. These statues are kind of creepy. Ich habe auch schon wieder Kaninchenhaare am Mund. So, irgendwas mit creepy. Okay, pass auf. Können wir mit dir sprechen? You know you have a twin brother on the other side of that portal? So, ich habe es gefunden. Entschuldigung. Ja, ja, jetzt pult sie sich auch noch am Mund herum. Also, könnte man denn jetzt auch das, durch das Tor wieder zurück oder ist das zu? I should rescue the Romero brothers before returning to Darkness. Aha, gut. Also, auch hier haben wir eine Glasmalerei. Wir haben hier so drei komische... Was? Rattenschlitz? It is a slot in the shape of a rat. Below it an inscription reads, the black rat. Hä? Willst du mich verarschen? Rattenschlitze? Okay, da stehen auch welche Hieroglyphen drauf. Ach du Scheiße, da ist ein Skelett. Also, wir sehen auch hier wieder ein zauberhaftes Glasfenster, aber diesmal mit... Oh, oh! Weißt du, wer das in der Mitte sein könnte? Das könnte Sid als Baby sein. Also, die Unterwelt. Da sehen wir ein Schloss. Das könnte Darkestool Castle tatsächlich sein. Da sehen wir links und rechts König und Königin der Unterwelt. Also irgendwelche Dämonen wahrscheinlich anhand von diesen komischen Zacken, die wir da haben. Darunter sehen wir die Welt. Also, das Böse über die Welt, durch die Unterwelt. Und da sehen wir ein Kind, was vermutlich vielleicht der Sid sein könnte. Pass auf, wir gucken es uns erstmal an. The art of the underworld is awful. Just look at that ugly kid in the middle. Das ist er. Hundertprozentig, das ist er. Also hat er sich selber gerade als hässliches Kind bezeichnet. Naja, so. Also pass auf. So, der nächste. Vielleicht leben die ja wirklich. Das kann ja sein. Hello. What are you supposed to be guarding? So geil ist auch wirklich dieses Skelett hier. Toter Entdecker. Oha. Pass auf, wir gucken ihn uns erstmal an. Ja. Vielleicht haben die ihn ja auch umgebracht. Hello? Are you related to Waldo? You look very much like him. Pass auf, und dann fängt er an zu sprechen, ne? This thing was hanging out from one of his pockets. Hat er ihn jetzt beklaut? I'm sure he will not miss his survivalist magazine. Okay, something tells me the tips inside this magazine aren't that effective. Er spricht jetzt nicht so für das Magazin. Also, wir haben ein Heft Überleben heute und wir haben immer noch das Biologiebuch. Alles klar. Pass auf, dann gucken wir jetzt einfach tatsächlich mal, ob wir bei denen irgendwas nehmen können. Too bad I can't take the sword out of their hands. Und jetzt gucken wir, ob wir hier noch was nehmen können. Weil wenn wir nicht alle Optionen ausprobieren... That thing must weigh over a ton. Normalerweise, wenn dieses Spiel noch nicht so alt wäre, würde ich sagen, das ist ein Spruch, der aus der Unge-Community geklaut worden wäre. Oh, oh, oh. Ja, ist ein Insider für diejenigen, die vielleicht ungeklickt nicht so ganz verfolgen. Aber der ist da. Ich glaube, das kam jetzt so ein bisschen mit dem letzten Roadtrip, den er da so auf seinem Kanal mit dem Ring, mit genau diesem Glas hier, ist das, glaube ich, entstanden. Ja, ja. In einem magischen Paket. Aber mehr an dieser Stelle will ich gar nicht sehen. Es werden einige sagen so, was erzählt sie da? Was will sie da? Aber diejenigen, die ungeklickt so ein bisschen kennen und Simon Unge so in der letzten Zeit verfolgt haben, kennt den Satz mit der Tonne. Feier ich ja gerade sehr. So, pass auf. Dann lass uns jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben eine komplett neue Karte! Eine komplett neue Welt! Oh mein Gott, das sieht ja geil aus! Das sieht richtig geil aus! Vigo! So hieß er! Vigo! Ach du Scheiße! Ach du, den kannst du hier Latin Lover 200 nennen! Oh, 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 oh! Can you believe this? Just look at that statue! He looks so cool! Mental note, commission a similar statue of me when I get back home. Aber warum ist denn Sid der böse Bösewicht, wenn es hier in der Unterwelt auch noch einen Boss gibt, nämlich den Vigo? Vielleicht, pass auf, vielleicht sind Sid und Vigo Geschwister. Das kann ja sein.
Wie auch immer das zustande gekommen ist, es kann ja sein, dass vielleicht sich Vater und Mutter... Jetzt müssen wir mal gucken, wer älter ist. Also Vigo ist vielleicht der Ältere. Es kann ja sein, dass der Papa ein Verhältnis mit einer Dame, einer feurig flammend heißen Dame aus der Unterwelt hatte und der Vigo zur Welt gekommen ist. Dann vielleicht haben sich beide gestritten, weil vielleicht die Mutti vom Vigo jemand anderen attraktiv fand und... Der Papa vom Vigo dachte sich, gut, ich reise jetzt mal aus und ist dann in die Oberwelt gegangen. Und in der Oberwelt hat er dann auch jemanden kennengelernt und ein Kind gezeugt, das da hieß Sid. Möglich, möglich, so könnte es doch sein, so könnte es doch sein. Tatsächlich, was wäre denn, wenn beide Brüder wären? Oder wären? Das wäre krass, pass auf. Und am Ende liege ich richtig, dann schreie ich ja. Können wir irgendwas nehmen? Thanks for the high expectations, but I can't move it. Also, pass auf. Die Besprechung ist natürlich auch ein bisschen skurril, wenn da Wachen stehen. So, pass auf. Wir gucken jetzt erstmal Teufelchen. Aber der sieht eher aus wie... Cookies! Laxatives? Cursed? Oh, let me guess. The green ones. They have some kind of explosive charge inside, right? No, sir. The green ones are pistachio cookies. Poison pistachio? Regular pistachio. And the rest? Pistachio. Vanilla, chocolate, and blueberry. No gimmicks. No poison. No acid. No, sir. That would be hazardous for the customers. What kind of imp are you? I'm an imp scout, sir. I sell cookies to the blind badger. Sell 200 more. We're going to travel to Doom Mountain Camp. Imp scouts? Yes, sir. I knew I would find terrible things in the underworld, but this surpasses my expectations. Okay. What do the Imp Scouts do? We do all kinds of interesting things, like bird watching, camping, whistling, hiking. It's all about respecting wildlife. We feed older people, we feed zombies, all kinds of fun activities. Oh, Zombies, das hört sich schon wieder spannend an. Involve explosives? No, not really. It doesn't sound like real fun to me. Okay. Can you scout for another entrance to the castle? Yes, sir. I can be really short-sighted, but I'm a member of the Blind Bat Troop. I can use echolocation to scout an area. Great. Give me a minute. And? What did you find? I found that there's another entrance just to the right of those four guards. There are only two guards. Oh, really? Then my estimations about you being 3 meters tall are also incorrect. Oh, gosh. Sorry, aber du bist dir sicher, dass du Kekse verkaufst, ja? Do you know anything about those carnivorous plants over there? That's a species of Carnivora cherrymolium. This kind of plant feeds on unsuspecting burgers. Burgers? Haben wir nicht noch eine Wurst bei uns? This part of the underworld is infested by flying hamburgers. Luckily in the winter they all immigrate to Gluttony Island. But don't expect to see that particular specimen eating much. Last year it became vegetarian. So, now he eats flying broccoli? No, flying carrots. But I highly suspect that the smaller of the flowers is eating bacon when the other ones aren't looking. Das Spiel hat doch irgendwelche Veganer oder Vegetarier entworfen, oder? Also, bist du blind? Ist auch immer eine sehr charmante und aufmerksame Frage, die man Leuten gegenüber stellen sollte. No, but I do know we're in daylight. Isn't that a problem while scouting? Also es ist ein allgemeines Problem, wenn du dich richtig gucken kannst. Woher will er denn sehen, dass die Leute ihm Geld hinhalten? Und nicht Fußnägel? Abgefressene. Um nochmal zu den Keksen zurückzukommen. Wie viel kostet denn so ein Keks? It's 20 Bernios for a dozen. Was sind ein Bernio? Their prices are a bit high, but that's nothing compared to the prices of that giant spider on the market. Do you offer free samples? We only feed elderly people or the undead. So, sorry. If you want to try our cookies, you'll have to buy them. Ach, das sieht ja noch nicht mal, wenn wir einen klauen. I just follow the Imp Scout code. About the cookie business. Yes? How's the business going? Very good. If we sell 200 more, we're going to travel to Doom Mountain Camp. Das sagtest du schon mal. Sounds interesting.
Wir müssen bestimmt von dem irgendwie einen Keks kaufen. Inhabited by one of the most fascinating birds of all the underworld. According to witnesses, it's a bluish-gray creature with two black bands on the wings and a black tip to the tail that feeds on seeds, fruits and plants. They call him the pigeon. Oh, come on. You're telling me that the most interesting thing to do in Doom Mountain is look for a pigeon? I understand your skepticism. Most of the people think the pigeon is a legend, but I must confess, I'm a believer. I wish you the best of luck. Ich bin im... Falsch geklickt. Ich bin im Übrigen jetzt auch schon wach. Das ist sehr gut, ne? Wieder zum Ende der Folge oder der Folgen ist sie wach. Da erklettert es wahrscheinlich nochmal hier Pistazie, Vanille, Blaubeere. They are delicious, sir. I made them myself. They have no poison? Not even a drop of poison, sir. Jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich alles gefragt. Also, wir können doch keinen Keks kaufen. So, viel interessanter sind ja wahrscheinlich die Wachen hier. Nashornwache. Aber diese. Also, wir haben einmal zwei Wachen. What do you want? Can I enter the castle? No, you can't. King Vigo came earlier from his vacation with some humans. He doesn't want to be disturbed. Was macht er denn mit dem, der Little Lover? I must talk with King Vigo. Open the gates. No one can enter the castle. It's a direct order of King Vigo. Der hört sich auch an, als hätte er ein paar Zigaretten zu viel geraucht. Who are you? Tell me the name of someone really important. King Vigo. No, another one. King Vigo's mom? Exactly. No. That's it. I'm King Vigo's dad. King Vigo's dad is dead. You don't understand. I'm his real father. I don't think so. King Vigo's real dad. Ich bin der Bruder. Sag, ich bin der Bruder aus der Oberwelt. I guess I'm confused. I'm afraid you are, sir. Should I beat him? I don't think so. The boss will be mad at you if you break another staff this week. That's true. What if I give you my staff and I just punch him? That's against the rules. I guess you're lucky I'm looking for that promotion. Whew. Do you want to get me killed? Because that's how you get me killed. What are you blabbering? Should I beat him? No, at least not yet. I guess you're lucky I'm looking for that promotion. Do you know any ist auch eine berechtigte Frage, ne? Yes, ach, Quatsch. Erzähl doch nicht. Wir gucken jetzt gleich mal nach rechts. So there is a secret entrance. No. But you just told me... Da gibt's einen Eingang. Wir müssen ihn nur finden. I've suddenly remembered that I have other matters to attend to. Auf Wiedersehen! Pass auf, wir gehen nämlich jetzt mal rechts lang. Ob wir da tatsächlich langkommen oder nicht, weiß ich nicht. Also. I can't talk to that. I have two big reasons why you should not try that. And both are in. Okay, pass auf. Also, dann lass uns tatsächlich mal jetzt mit der fleischfressenden Pflanze sprechen. The grumpiest looking carnivorous plant I've ever seen. Weil wir hätten ja noch Würstchen. Wir probieren das mal, ob wir bitte reden können. Hello? I'm not sure if it doesn't talk or if it's just ignoring. Weil wir haben ja Wurst bei uns. Wir haben Wurst, pass auf. Egal, Wurst, egal, Fleisch. We'll not use this sausage there. Schade. Ist aber Fleisch, ne? So, pass auf. Gut, dann gucken wir jetzt noch mal weiter. Ist ja spannend. Also, das ist das Schloss von Vigo. Was sind denn hier die nächsten Punkte, die wir anklicken können? Dann lass uns doch mal hier hingehen. Das sieht so ein bisschen nach Stadt oder Dorf aus. Oh. Was? El Dragon Contento. So, was haben wir hier? Wanted. Schade. Also, wir haben hier ein Wanted-Schild. Dann, was ist das denn? Spinnenmensch? Ach du Scheiße. Hello. Wir haben alle so eine Stimme, die man nicht versteht. Oh, der hat so einen Hall noch mit drin. Why is the market so empty? This used to be a violent flea market. So, what happened? I ate most of the fleas. I think I have to go. You
You don't have to worry, my friend. You are a customer. I don't eat customers anymore. I feel so relieved now. Warte, pass auf, ich werde, glaube ich, mal die Stimmen hier, diese tiefen Stimmen sind ja schon ziemlich geil, aber können wir das hier irgendwie, pass auf, warte mal, wir werden die Sprache, glaube ich, noch mal ein bisschen höher stellen und die Musik ein bisschen runterstellen. Bisschen besser, oder? Where did those wanted signs about? Those are for the Bannerlet, known as Dark Alberto. What does he do? Dark Alberto is not a normal entity like you and me. I bet! He's a human. So? Every night he performs really annoying acts. Like changing worm pies for apple pies. Teaching imps about safety regulations. Oh god! Or turning all the local zombies into accountants. That sounds terrible. Aber Buchhalter kommen einem manchmal wie Zombies vor, oder? Genau, zeig uns doch erstmal, was wir über dir kaufen können. Unsere Folge ist nämlich gleich vorbei. Wir haben nämlich keine Zeit. Du musst schon ein bisschen schneller reden, auch in der Unterwelt, bitte. Also, orangefarbenes Tuch, schwarzes Tuch, sein Tuch. Okay, sagen wir erstmal, vergiss es. Offensichtlich brauchen wir für irgendjemanden gleich noch ein Tuch. Ja, meine Lieben, und ist die Frage, komm, pass auf, wir gehen jetzt mal nach El Dragon Contento. It reads El Dragon Contento. I can't understand what it means. I believe it's written in an ancient demonic tongue. Könnte auch Content von dem YouTuber namens El Dragon sein. Also, da können wir doch rein. Eieiei. Oh, hier gibt's eine Show! Ist es eine Stripper-Show vielleicht? The dancers come from there. I wonder when the show will start. Strip-Show! 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 Komm, sag mal, gibt's sie jetzt? Komm, erzähl mir mal. Hello. What is so funny? What? What? You never saw someone like me? I don't understand what you're talking about. Why are you looking at me with that smile on your face? Ah, ich glaube, der baut das gerade fertig, ne? You wanna make fun of how I look? No, I just wanted to start a conversation. Then what are you laughing at? That's my face. I look like this all the time. Gar nichts für mein Gesicht. Look, I have no time to lose talking. I have to repair this stage, and I need to concentrate on this. So if you don't mind, mind your own business. When is the stage going to be ready? Look, ist vielleicht eine etwas schwerere Tänzerin, die einfach durch die Bühne durchgekracht ist. I need to concentrate. Can I borrow your hammer? No. Can you give me space to work in? Gleich knallt er uns einen Hammer um den Kopf. Gleich kriegen wir einen Hammer um den Kopf. Also. Can you lend me some nails? Nope. But. No. I have other. At last. Go bother someone else. Okay, 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 okay. Ich will ja keinen Stress. Ich will keinen Stress. So, pass auf. Also. Hier haben wir noch einen Barkeeper. Hello and welcome to the Dragon Contento. If you're looking for some good shooters and the best shows of all the underworld, you came to the right place. My name is Tito. I will be serving you during your visit tonight. How may I help you? When does the show start? The next show is a bit delayed. Unfortunately, our dear Shirley broke the stage after her last number. She is too effusive at times, but she is the best. Really? Das ist bestimmt irgendwie so ein Nashorn oder irgendwas. You'll find a better tap dancing whale in any other place of the underworld. So, no more shows ein today? Steppender Wal? It seems so. Beto is fixing the stage, but that could take a while. Okay, meine Lieben, also, pass auf. I have other matters to attend hier steppt also offensichtlich nicht der Wal. Bei uns steppt jetzt die Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß mit der heutigen Folge oder den heutigen Folgen hattet. Ich bin dezent zwischendurch ein bisschen ausgerastet, weil meine Nerven dezent am Ende waren. Ich würde mich daher sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Darkest World Castle mit dabei seid. Denn wir müssen zusammen die Unterwelt erkunden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Was für komische Wesen uns hier erwarten. Ob wir den Wal steppen sehen werden und ob wir bei Vigo ins Schloss kommen.
Und vor allen Dingen, ob wir die Romero-Brüder befreien können. Das alles werdet ihr ab der nächsten Folge herausfinden. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann da mit dabei seid. Ich bin jetzt wach und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ansonsten wünsche ich euch einfach einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss!